WM 2018, die besten Teams der Welt, die besten Spieler der Welt und eine Stimmung, wie sie besser nicht sein könnte. Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen. Wir sind live dabei aus dem Fischstadion. Viertelfinale hier bei der WM 2018. Jetzt gilt's für beide Mannschaften. Es winkt das Halbfinale. Und damit herzlich willkommen zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen wie gewohnt die Kommentatoren. Ich glaube, ein besseres, ein spannenderes Spiel hätten wir uns gar nicht wünschen können. Heute spielt Spanien gegen Kroatien. Die Fußball-WM ist ja auch immer ein Kräftemessen der Taktiken, Buschi. Ja, du hast nicht nur die besten Spieler, sondern auch die besten Trainer der Welt. Die denken sich immer wieder was Besonderes aus. Und das ist für die Fans klasse. Die sehen, wer hat da aktuell die Nase vorn, welche Taktik ist im Moment überlegen, welche Taktik ist vielleicht auch ein bisschen überholt, ein wenig veraltet. Das letzte Spiel konnten sie zu Hause gewinnen. Heute soll der nächste Sieg her. 3:1 war da der Endstand und der war ja auch durchaus berechtigt. Daran werden sie heute anknüpfen, vermute ich. Über viele Jahre waren die Spanier überhaupt nicht zu schlagen. Ja, kein Wunder bei dieser Mannschaft. Spieler wie Xavi, Andres, Iniesta. Und das waren auch keine glücklichen Turniersiege, sondern einfach herausragend rausgespielt von der jeweils besten Mannschaft des Wettbewerbs. Das Tiki-Taka ist natürlich eine große Spezialität von Ihnen, Buschi. Und das wollen Sie auch heute wieder zeigen. Ja, da hat es kein Gegner leicht. Sie haben die Ballsicherheit, haben auch die Physis, um das wirklich konsequent durchzuziehen. Hier ist die Aufstellung von Kroatien. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und damit legen wir hier los. Und ich bin wirklich gespannt. Keine leichte Aufgabe für die Mannschaft. Für beide wird es jetzt auch darum gehen, schnell in die Partie zu finden. Fängt diesen Ball ab. Und er gewinnt den Zweikampf. Er war noch dran, gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Luka Modric jetzt. Angriff jetzt der Kroaten. Schönes Dribbling, Luka Modric. Elfmeter für die Kroaten. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Ball bei David Silva.
Das Viertelfinale, Buschi, hat er schon in einigen Turnieren für, aus heutiger Sicht kann man das sagen, absolute Klassiker gesorgt. Für unvergessene Spiele. 1970, Deutschland gegen England. Oder 2006, Deutschland gegen Argentinien. Diese dramatischen Elfmeterschießen. Auch Vorteil für Spanien entschieden. Isco spielt den Ball. Gute Chance. Die Spanier kommen. Klasse Tackling. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Modric. Piqué mit gutem Einsatz. Jetzt Busquets. Iniesta. Carvajal am Ball. Busquets. Angriff Spanien. David Silva am Ball. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Und Diego Costa. Es geht weiter mit einem Abstoß. Jetzt Sergio Ramos. Und den spielt er gleich wieder zurück. Carvajal am Ball. Pass von Rakitic. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Und Busquets. Carvajal jetzt. Busquets jetzt. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Und nun Sergio Ramos. Er entscheidet auf Freistoß. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Und nun Sergio Ramos. Thiago Alcantara. Diego Costa. Iniesta. Thiago! Und das ist der Ausgleich. Nicht unglaublich, den hatten hier alle schon drin gesehen. Thiago jetzt. Die Spanier bringen den Ball nach vorne. Geht gut dazu. Abseitsposition hier von Diego Costa. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt wird's gefährlich. Klasse Zuspiel. Steilpass kommt zu Modric. Thiago jetzt. Rakitic. Angriff jetzt der Kroaten. Jetzt vielleicht. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Jordi Alba jetzt. Iniesta. Rakitic. Jetzt Modric. Die Kroaten mit Drang nach vorne. Fairer Einsatz hier. Gut gemacht, er spielt den Ball per Kopf weiter. Und David Silva. Und nun Jordi Alba. Und da geht der Spieler dazwischen und faked den Pass ab. Super dazwischen gegangen. David Silva! Und Tor! Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Hoho, den macht er gut. Mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Der Treffer hier aus kurzer Distanz, das ist dann am Ende kein Problem. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Das könnte die Chance werden. Gut verteidigt hier. Diego Costa.
guter Einsatz. Modric. Und das ist der Ballverlust. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Iniesta. Und Diego Costa. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Da verlieren sie den Ball. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Perisic. Das könnte eine Gelegenheit werden. Modric muss er machen. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Hier nochmal dieser Treffer. So, liebe Fußballfreunde, es geht weiter in diesem WM-Viertelfinale. Das uns bisher wirklich nicht enttäuscht hat. Exzellenter Fußball und ich glaube einfach mal, das geht genauso weiter. Diego Costa. Wird's jetzt gefährlich? Carvajal jetzt. Jetzt Thiago mit der Chance. Tolle Aktion vom Torwart. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegt. Angriff Spanien. Andres Iniesta. Was kann... Iniesta, macht er den? Das macht er gut, den Ball hält er fest. Brasnico. Und Diego Costa. Jetzt die Spanier. Iniesta. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Rakitic muss sich da befreien. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Iniesta. Diego Costa. Diego Costa, das muss es sein. Super gemacht vom Torwart. Ecke für die spanische Nationalmannschaft jetzt. Ecke kommt. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Modric. Die Kroaten mit Drang nach vorne. Und Thiago. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Thiago. Kramaric. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Modric. Angriff jetzt der Kroaten. Und nun ein Schuss. Und der Ball geht deutlich drüber. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Einwurf Spanien. Piqué jetzt. Und jetzt Isco. Iniesta. Die Spanier bringen den Ball nach vorne. So, das ist abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Kramaric. Isco jetzt. Iniesta. Jetzt wird's gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Modric jetzt. Modric! Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt.
Da fehlt einfach die Konzentration. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Kavatalabal. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. Und den spielt er gleich wieder zurück. Mateo Kovacic. Schönes Dribbling, Luka Modric. Und er hat den Ball. Jetzt gibt's Abstoß. Und gucke. Weg ist der Ball. David Silva, vielleicht wird es jetzt gefährlich. Da passt er auf. Brozovic. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt könnte der Pass kommen. Jordi Alba jetzt. Gute Flanke. Gut abgeblockt. Kein Tor. Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Rakitic. Kovacic. Tolles Zuspiel. Gute Chance. Gibt's jetzt Ivan Perisic. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Koke am Ball. Und nun Cabral. Und Diego Costa. Und jetzt Koke. Fairer Einsatz hier. Jordi Alba jetzt am Ball. Isco, was macht er draus? Stark gearbeitet. Sergio Busquets. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Tolle Leistung. Die Kroaten mit Drang nach vorne. Fängt diesen Ball ab. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Kovacic. Luka Modric. Chance für Modric. Chance lebt noch. Super dazwischen gegangen. Wird's jetzt gefährlich. Da trennt er ihn fair vom Ball. Rakitic jetzt am Ball. Ballverlust. Ballgewinn hier von den Spaniern. Vielleicht die letzte Chance hier noch. David Silva mit der Chance. Oh, schwach. Naja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Busquets. Geht jetzt was für Spanien. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Der Schiedsrichter pfeift ab. Es bleibt.